Ihr habt gedacht, es wär's mit SpongeBob-Fakten? Falsch gedacht. Ich präsentiere euch sechs weitere SpongeBob-Fakten. Der erste Fakt: Es gibt seit einigen Jahren schon ein eigenes SpongeBob-Musical, wirklich. Und das wurde auch auf dem Broadway aufgeführt. Und ich sage euch, falls es hier nach Deutschland kommt, ich werde mir die Karten holen. Zweiter Fakt: Kennt ihr noch Patchy den Piraten, der in den alten Folgen mehr populär war als heute? Nun, ob ihr es glaubt oder nicht, der englische Sprecher Tom Kenny spielt Patch den Piraten. Ist mir auch nicht aufgefallen, aber nachdem ich's nachgeschlagen habe, war es einfach logisch. Dritter Fakt: Es gibt sehr viele Videospiele zu SpongeBob SquarePants. Die einzige Serie, da wo ich genauso viele Spiele herkenne, ist die Simpsons. Dann wirklich, es gibt über 20 Nickelodeon-lizenzierte SpongeBob-Spiele. Guckt's nach, aber es stimmt. Der vierte Fakt: Es gibt eine SpongeBob-Folge, die wurde zensiert, aber zu Recht. Erinnert ihr euch noch an die Folge, wo Thaddäus am Ende ganz viele Krabbenburger isst? Nun, ein paar Szenen davor wurde tatsächlich mit Benzin übergossen und angezündet. Und ich warne euch, wenn ihr nicht verstört sein wollt, guckt ihr euch die Szene besser nicht an. Sie ist übrigens immer noch kostenlos auf YouTube erhältlich. Erinnert ihr euch noch an die Serie Roccos modernes Leben? Ich habe da einen Zusammenhang gefunden zwischen SpongeBob und dieser Serie. Zuallererst, Steven Hillenburg war tatsächlich auch an Roccos modernes Leben beteiligt. Ohne Scheiß, ich hab's nachgesehen. Und sämtliche Sprecher von Roccos modernes Leben waren dann später auch bei SpongeBob dabei. So, hier kommt der letzte und der sechste Fakt. Vieles hat sich in den neuen SpongeBob-Folgen verändert. Eine der Sachen ist das Bildformat. Seit der 9. Staffel wird jede Folge im HD-Format ausgestrahlt. Das merkt man zum Beispiel, wenn ich jetzt DVD schaue, ist das Breitformat dann anders als bei den vorherigen Episoden. Ja, und das waren sechs weitere Fakten zu meiner Lieblingsserie SpongeBob Schwammkopf. Danke, dass ich euch helfen konnte und bis bald.